So, es geht, bin ich weiter und ich sollte, glaube ich, dem Flieger dort folgen und ab. Schnapp. Fängt doch direkt an und Action, Action. Was hat er mir überhaupt noch für ein Paket gerade eben gegeben, der Willis? Das ist übrigens der gleiche Willis wie aus Far Cry 3, ja? Bei dem er aus dem Flieger springen musste. Alter, nee, was geht denn jetzt ab? Nur einen Schluck Kaffee und dann macht der Max das. Ah, ein Wingsuit, den hätten wir also jetzt geschenkt bekommen, toll. Warum bin ich mit dem Wingsuit schneller wie der Flieger? Naja. Ach, sicher zu landen. Komm her, mein Schatz. Gibt's einen Enterhaken? Ich schaff's nicht. Tja. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Nicht zu lange gewartet am Anfang? Vor allem war ich doch wirklich immer ganz knapp an ihm dran. Galoppel, 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 galoppel und los. Fahr, du Geiler. So, schön mittig hinter dem Flieger hinterher. Und dann gleich mit dem Wingsuit und los. So, diesmal sieht die Sache auf jeden Fall besser aus. Ach, keine Ahnung, ich war einfach zu spät an. Ach, der Arme muss auch noch sterben. Aber schöner Kurvenwurf einer Granate, muss man sagen. Ha! Hat er gerade ernsthaft? Ja, mein Schatz, entscheid dich. Entweder Wingsuit oder Fallschirm. Jetzt Fallschirm. So, der Adler ist gelandet, hätte ich gesagt. Leck mich am Arsch. AJ, ich vermute, du hast die Akte. Ja, sie hilft mir kein Stück weiter. Sie ist redigiert. Du willst mehr wissen? Dann halt die Klappe und hilf mir bei einem Job. Dann nehme ich ein paar der Balken raus. Gut. Was für ein Job. Ich bin hier, um Paganin und Yuma zu stürzen. Die Einheimischen anscheinend nicht schaffen. Und ich dachte, dein Volk versteht was von Guerillakriegführung. Dein Volk? Der goldene Pfad kämpft den falschen Krieg. Ich soll ihnen zeigen, wie es geht. Schritt 1. Den Flughafen übernehmen. Schritt 2. Einen gewissen Ingenieur rekrutieren. Das bist du. Triff mich hier, wenn du soweit bist. Oh, und erzähl dem goldenen Pfad nichts von unserer Vereinbarung. Aha. Das ist nichts, was sie wissen müssen. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss mal ein Abseilen. Gut. Ich hätte gesagt. Ah, okay, jetzt gibt's auf jeden Fall hier schon mal den Schnellreisepunkt zum Flughafen. Oh, hat er mir jetzt nicht mehr zu sagen? Weil, wenn der jetzt auch keine Mission hat, was ich eigentlich vermutet habe, dann gehe ich, glaube ich, erst noch hier das nehmen. Und dann könnte man sich eigentlich mal. Ah, doch, er hat eine Mission. Sonst hätte man sich mal noch können nur das, Festung vornehmen. Den Schaf, die Bombe. Mhm. Egal. Das war's? Das ist total für den Arsch. Hast du deine Manieren vergessen? Amerikaner klopfen. Wo ist das Original? Wie gesagt, je mehr Arbeit du mir abnimmst, desto mehr schwarze Balken gehen in Ruhe. Den Thronerben von Kyrat kalt stellte, hat die Kacke ganz schön gedampft, mein Freund. Verzeih die Wortwahl. Was? Nein, ich kann sie nicht mehr hören. Keine Sorge, ist alles in dem Dokument, das ich dir nach dem Job geben werde. Paganin hat den Thronfolger kalt gestellt? Boah, warum jetzt ins Himalaya? Da war ich schon so lange nicht mehr, aber da wollte ich ja gar nicht mehr hin. Als deine Mutter Kyrat verließ, brannte förmlich die Luft. Wie ich gehört habe, steckt Yuma da mittendrin. Du willst antworten? Alle Wege führen zu ihr. Was wissen Sie über sie? Sie ist Paganins Stellvertreterin.
kam zusammen mit ihm aus Hongkong, voll mit Triadenkontakten. Atelko, du weißt, was das heißt. Atelko, na sicher. Also, was machen wir hier? Wir holen uns eins von Jumas Lagern und den Kerl, der es leitet. Schalte ihn aus, dann wird Juma uns sicher was vorsehen. Und tschüss, tschüss, Lan. Ich mach das. Töten oder töten lassen. Also kreative Titel haben sie, ja? Akash-Kloster. Oh, da muss man echt aufpassen, sonst läuft ihm hier noch ein Ziegenficker über den Weg. Gefährliche Nummer. Laufen hier auch nicht so ganz normale Soldaten rum wie ihr. Hat gereicht. Okay, da läuft in die falsche Richtung, dann lass ihn. Man muss ja nicht unbedingt immer jeden töten. Toll. Ah, Multikill. Oh, die war daneben. Ach, es ist am einfachsten, einfach alle Leute rauszuradieren. Oh, guck mal, der schießt einfach durch. Und ich bin... Oh, ich habe keine Munition mehr. Wollen die mich jetzt eigentlich verarschen? Also manchmal ist dieses Spiel echt abgefuckt. Ich habe ihm gerade die Schulter getroffen, der ist nicht gestorben. So, die Zielperson ist schon mal down. Bewacher der Zielperson ist dort. Willis, Jumas Stellvertreter ist erledigt. Bist du sicher, dass es der Richtige war? Woher soll ich wissen, ob es der Richtige war? Mach ein Foto von ihm und schick es dir. Dann ist das nett. So, komm. Wow. Ach. Lecker. Ich bin immer froh, dass der die Stöcke einfach dabei hat. Oh oh. Das war aber schwer kritisch. Naja, lass mal so im Raum stehen. Kann man jeder seinen eigenen Teil dazu denken. Sowas von einem amerikanischen Spielemacher. Ich finde einfach keine Munition mehr. Waren das alle Soldaten? Ach, komm schon. Das wird schon reichen. Und ab ins Kloster. Toll. Schöner Bug. Schöner Bug. Gekonnt. Wenn man dann auf einmal 10 Meter hochspringt und den Wingsuit aufmacht. Super. Naja. Sah jetzt nicht, dass das scheiß... Alter, das Game fuckt mich ab, jetzt mal ohne Spaß. Also irgendwo reicht's doch. Kannst mich mal. Wie gesagt, also irgendwo hört die Liebe auf. Ach, formiert euch, geh mal nicht auf den Sack.
treffe mit der Pistole besser, wie du mit der Sniper, du Opfer. Komm her. Und warum ist da jetzt ein Hubschrauber unterwegs? Da stehe ich ja gar nicht drauf. Ach, komm schon. Ja. Mensch. So schwierig ist das doch nicht. Oh, da ist nichts mit hochklettern oder was? Ja, das glaube ich auch, muss ich zugeben. Und so, mein Freund, wird mal getaked. Und das zeige ich deinem besten Kollegen dort oben auch noch. Schnapp! Mensch, ey, wie unnötig! Ah, langweilig. Keine Zeit für euch. Mann, die Mühe. Super, ey. Hauptsache, ich musste das jetzt zweimal machen. Weil dieses Trotz-Game... Es geht so viel schneller. Oh, ne. Damn it. Ich muss Munition sparen, da kann ich jetzt nichts dafür. Scheiße. Ja, komm doch mal raus. Oh, zack, letzter Schuss im Gewehr. Ey, das gibt's doch nicht. Ich habe doch F gedrückt. Ey, was ist denn heute los? Das gibt's doch nicht. Das macht mich gerade schwer aggro, ey. Komm mir auf den Sack. So. Da hoch geht's zum nächsten Checkpoint. Oh oh. Manometer. Kann ich hier nicht irgendwo hochklettern? Oh, hier gibt's eine Leiter. Hab schon mal fast gedacht. Typischer Ubisoft-Manier. Probieren wir aus. Ja, ja. Wie hat denn der mich gesehen? Hey, Schatz! Schatz! Das war dein Leben, genau. Oh, jetzt sind sie hier in meiner Hütte. Komm her. Alter, was zum Geier?
Was war das bitte? Oh, hör auf, dir sowas aus den Fingern zu ziehen. Ekelhaft. Töten gerade ihre eigenen Menschen. Das ist doch top. Auf jeden Fall sind hier gerade Tonnenmeter an Punkten unterwegs. Ich wüsste, wo die sind. Erstmal nehme ich mir jetzt den da. Die geben auf jeden Fall schon mal mehr EP hier. Wo ist denn dieser dumme Mörser, Karl? Der geht mir auf den Sack. Das ist anstrengend. Das hier ist echt anstrengend. Wo ist er denn? Ja, ich bin dauernd. Ich habe noch keinen Bock mehr. Fuck. Ich glaube, ich schneide die Sache, ja? Weil ich habe mein Pensum getroffen. Mensch, ich hoffe mal, dass es gleich besser weitergeht, wie es jetzt aufgehört hat. Naja, wir sehen uns gleich. Ich bedanke mich. Es war ein bisschen erschwachsen, aber das wird... Das wird...